Jo Leute, willkommen zurück zu Fallout 4 mit Hund. Mit Hund dieses Mal. Haben wir in der letzten Folge ja zu unserem Freund gemacht. Und ich habe mir noch ein bisschen die Steuerung angeschaut. Was ich noch nicht rausgefunden habe, ist mit den Granaten. Ich habe die jetzt auf 3. Ich hatte da noch eine Idee. Ne, wenn ich auf 3 switche, passiert nichts. Generell passiert gerade gar nichts. Jetzt hat er den Stock, aber wo hat er denn die andere Wumme? Ach da, okay. Und jetzt auf 3. Geht wieder nicht. Ey, Hund! Boah, das Echo. Ist ja auch jetzt egal. Werde ich schon herausfinden. Ich habe auf der Karte... lokale Karte. Sehr lokal. Und Weltkarte. Es gab hier irgendwo meine Ziele. Das ist eine Markierung. Markierung entfernen. So, die verwirrt mich nur. Und zwar, wo ist denn das gewesen? Ach, hier, tötet die Insekten. Jetzt auf Karte anzeigen. Zeigt mir das zwar nicht an. Wo soll ich denn die Insekten töten? Hör mal. Ja, da guckst du, ne? Zusammenfassung verbergen. Dass wir in der Nachbarschaft nach Hinweisen auf Chance Verbleib suchen. Ist immerhin ein Plan. Also gehe ich jetzt erstmal zurück in die Stadt. Bevor ich in, ja besser gesagt den Vorort. Bevor ich jetzt in die große Stadt da unten hingehe. Und ich kann dem Hund auch Befehle erteilen, hey. Und zwar handeln. Okay, in dem Fall nicht, aber er findet dann Sachen, also der schnüffelt dann. Ach, das war wieder der Hund. Mensch, der läuft links, rechts, vor mir, hinter mir. Kann schon nicht mehr. Was ist das? Irgendwas. So, ich gehe nochmal zu dem Kotzwort. Nenn ihn jetzt Kotzwort. Hier eine Hütte für dich. Komm rein da. Was ist denn hier? Licht. Wer hat das angemacht? Haha, geil. Da tut ihm das weh. Genau. Guck mal, Kotzwort. Ich hab einen Hund. Ich hab einen Freund. Du bist nicht mehr mein Freund. Ihre Frau und der kleine Sean. Ja. Ey, ich soll ja Insekten töten. Oh, achso, Kühlschrank. Da, da ist ein neuer Spielkamerad. Nimm den Hund. Oder muss ich doch die große Stadt da hinten säubern vor den Insekten. Von den Insekten, mein Gott. Ich lauf jetzt hier einfach nochmal so durch die Prärie mit meinem Präriehund. Guck mir das mal an. Vielleicht finde ich ja noch was. Ah, der hat irgendwas. Jetzt kann ich dem einen Befehl geben. Hey. Warte da. Handel. Hä? Oh, ich komme immer noch auf den Falschen. Hey. Komm schon. Position halten. Und los. Ja, irgendwas hatte der hier gehabt. Nicht ins Wasser, das ist verseucht, radioaktiv. Ja, genau. Oh. Da haben wir da noch was gefunden. Da hinten ist ein Feuerchen. Oh. Was geht da ab? Ist nur ein kleines Leuchtfeuerchen hier, um den Steg zu finden, oder what? Oh, eine Angel. Ah, nein, ich bin in der Suppe gelandet. Da ist auch noch ein Feuerchen. Was geht hier? Ach, eine Badewanne. Das ist gefährlich.
Ui! Hund, lebst du noch? Okay. Oh, das schreckt mich nicht so. Ich dachte jetzt schon, die wären echt ein bisschen stärker, aber eigentlich wäre das ja auch krass. Ich meine, es ist ja ganz nah an dem Dorf, wo ich starte, wenn die jetzt schon unbezwingbar gewesen wären, ne? Wird schon zu heftig. Oh, ist ein Zaun, aber da kann ich durch. Was hast du? Geh noch mal zu dem anderen Licht da hinten. Das war doch irgendwo hier. Mal verlaufen oder was? Nee. Also da ist, genau, da ist das eine Licht. Hui. Kann er hier hoch? Komm. Nee. Aber hier. Da ist noch ein versunkenes Boot. Da hinten ist Licht, da gehe ich nochmal gucken. Was ist denn das für ein Geräusch? Bist du das wieder? Klang gerade seltsam. Hallo! Jemand zu Hause? Wer da? Ich hier. Was leuchtet bitte hier? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaube, da sollte ich verschwinden. Habt ihr ja gerade gesehen, wie wenig Schaden die genommen haben. Boah, komm schon, lauf. Hui. Lauf, 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 Forrest. Kommt. Aber jetzt, wo ich ein bisschen Luft hab, ne, kommen sie nicht mehr. Dein Hund ist in Schwierigkeiten. Nein, lass den in Ruhe. Wer schießt da denn noch? Da oben schießt nur einer. Tatsächlich. Ich gebe erstmal meinem Hund Stimpack. Komm schon. Wir müssen dem da hinten helfen. Vielleicht ist das unser Freund von gerade eben. Oh nein, da ist auf mich. Oh, Reck, du Vieh. Boah. Oh, tschüss. Hui. Oh, was für hässliche Viecher. So, jetzt aber. Da sollte auch treffen. Boah, wie schnell. Boah. Du Dreckiger. Wo ist der andere? Wo ist der Mensch? Hat er den Mensch getötet? Da ist der andere. Nee, Pech, jetzt guck, jetzt hol ich dich. Oh nee, der ist da in dem Gebüsch drin, oder? Hallo? Verpisst er sich, allein hat er Schiss. Das sind mir die Liebsten. Jetzt geht er wieder auf meinen Hund. So, nicht mein Freund. Nein. Hab keine Muni mehr, oder? Genau, nimm die. Und? Ach Mann. Und? Jawohl, der Hund hat ihn erledigt. Oh, was für hässliche Viecher, ey. Brauche ich auf jeden Fall noch viel stärkere Muni und Waffen. Ist der Typ hier verreckt? Haha, kann ich sein Zeug klauen. Guck mal, was da alles rauskommt. Jetzt habe ich auch wieder, glaube ich, für die andere Knarre Munition. Oh, und jetzt kann ich nicht mehr sprinten, weil ich überladen bin. Verdammt.
Nee, keine Munition mehr übrig. Überladen ist natürlich jetzt blöd. Diverses. Gehen wir mal bei Schrott. Ich will gucken, sortieren. Nach was sortiert er denn das? Nach Gewicht hätte ich es mal gern sortiert. Geht aber nicht, oder? Gewicht. Doch, das hat alles 1. Ah, doch, unten steht sortieren GW. Löcher. Dann leg mal ab. Die Schaufel. Die Angel so schwer. Bowlingkegel. Ups, mal sehen, ob es schon reicht. Ja. Muss ich jetzt ablegen. Ich weiß ja, wo es war. Oh, ich dachte schon, da hätte sich was bewegt. Alles gut. So, jetzt muss ich da zurückgucken. Und... Nee. Ja klar, ich bin jetzt ein bisschen verstrahlt. Ist ja logisch. So, da ist die Kackstadt. Ich muss die kleine Stadt weiter untersuchen. War ich denn jetzt in irgendeinem Haus vielleicht noch nicht drin? Weil ich muss hier Insekten töten. Das ist irgendwie meine Mission. Meine Mission. Alles aufmischen. So, ich einfach nochmal hier rein. Nee, hier bin ich gewesen. Kann ich mich dran erinnern. Aber ich habe jetzt Hundi dabei. Warte mal, kann der vielleicht irgendwas entdecken hier? Aufgepasst. Ey. Bleib da. Och, ich bin ja auch blöd. Ich hätte dem Hund Sachen geben können. Da kann ja auch was tragen. Ja, du, Maul, du. Aber ich finde es schon cool, dass es hier einen Hund gibt. Dann bin ich nicht so ganz allein. Und es gab doch hier in irgendeinem Haus noch einen Terminal, den ich auch hacken kann. Ich gehe jetzt einfach nochmal die Häuser durch. Hier kann ich mich auch dran erinnern. Hier habe ich nämlich welche getötet. Irgendwo müssen doch hier noch Insekten rumkriechen. Oder meinen die wirklich, ich müsste noch in der großen Stadt da unten? Hier ist doch noch so ein Stück. Kann ich nicht nehmen. Ich nehme jetzt mal hier den... Ey, nimm mal den Knüppel in die Hand. Oh. Bam. Voll der scheiß Move eigentlich. Den habe ich schon geknackt. So, nimm mal wieder die Ansicht. Die finde ich besser. Viel besser. Und ich habe, wie ihr seht, letztes Mal doch diesen Mantel genommen, weil der viel mehr Power hat. Also Abwehrpower. Wie nennt man das? Panzerung kann man ja so nicht sagen. Das ist mein Haus. Na, zoom mal rein, genau. Toaster, jetzt nehme ich doch wieder alles mit, ne? Guck mal hier, mein schöner Garten. Könnt ihr auch wieder ins Vault gehen. Hund, da ist ein Fressnapf. Der ist leider leer. Kannst vielleicht noch was auslecken? Musst du eigentlich die nehmen? Da habe ich ja noch Muni. Munition. Ich muss doch irgendeine Hütte hier vergessen haben. Yep. Na, ich dachte schon, das wäre das Haus mit dem kleinen Mini-Bunker hinten dran. Hütte. Ah, hier kann ich mich auch dran erinnern jetzt, dass ich hier drin war. Mit diesem Arzneiköfferchen oder Verbandskasten. Medizinkasten, was auch immer. Oder habe ich hier die Viecher hier getötet? Das kann auch sein. Eine Spielzeugrakete. Hier habe ich zumindest was vergessen. Ah, hier ist das hackbare
Terminal. Ich kann es nochmal probieren. Vielleicht habe ich ja Glück. Passwort erforderlich. Ja. Das ist ja dann jedes Mal ein anderes Passwort. Wood. Slum hatte ich aber, glaube ich, schon mal probiert. Tore. Oder Tor. Tore. Genau. Mach mal hier. Farm? Nee. Och, Mann. Du musst die Skills da verbessern. Hund, kannst du das hacken? Hack mal. Ist der eigentlich von selber oder muss ich dem immer was geben? Halt. Okay. Hui. Ich dachte, es wäre tot. Oder ist das das andere? Sollte auch treffen können, ne? Jetzt will ich mal dieses... Nein! Oh, mit Alt hat er geworfen. Hund, komm weg! Alter. Das tut dem gar nichts, ne? Hm, ist klar. Da kann ich aber jetzt mal nachschauen. Töte die Insekten. Ja, toll. Auf Karte zeigen. Ach so, das sind Schnellreisepunkte sozusagen. Das ist cool, da brauche ich nicht so viel laufen. Mach ich mal hier. Da kennt er aber auch bloß nichts. Ah cool, ich kann auch so mit Rechtsklick gedrückt halten, den Pip-Boy bewegen, halt den Arm. Kann ich die Karte noch ein bisschen ziehen? So, wo kam denn das Insekt jetzt her? Aus dieser Ecke hier, ne? Gucke ich mich doch einfach an der Hütte nochmal um, ob da noch ein paar mehr sind. Das sah bestimmt mal voll cool aus vor der Atombombe. Atombombe. So, jetzt bin ich ja schon wieder an der Brücke. Guck ich nochmal hier rein. Was das für Teile sind. Was mache ich denn? Was war denn dann dieses... Dieser Na... Ah, das war cool. Hier kann ich dann... Zeitloop oder so aktivieren. Drückt die ganze Zeit A. Da hat sich aber jetzt alt, meine ich. Ach so, okay. Der bleibt drin. Also ich dachte, es wäre dann so eine Cooldown-Zeit, bis das wieder verschwindet. So. Hier gibt es nichts. Nichts zu holen. Ey. Weg da. Hund. Ich habe hier einen Zettel von einem Sponsor hier in Diamond City und ich. Ja, komm. Ich lese ihn einfach mal vor. Quatsch hin. Die koloniale Kneipe würde ich da auch aufmerksam machen, dass nicht jeder dort willkommen ist. Captain Cosmos. Ach, halt deinen Mund. Du nervst. Leute, die einfach nicht aus dem Arsch kommen beim Erzählen. Fürchterlich. So, hier waren doch die Kürbisse, oder? Nee. Im Garten daneben etwa? Ah, Rüstungswerkbank. Mensch, Pip-Boy, jetzt mach's Maul auf. Cotsworth, meine ich. Okay, die habe ich aber auch schon. Genau, setz dich hin. Ah. Die hatte ich noch nicht zermatscht.
Aber irgendwie betäubt war sie trotzdem schon. Guck ich nochmal nach, ob sich da was geändert hat jetzt hier. Nee, tötet Insekten. Zeitreise für Anfänger. Was ist denn das da für ein Geräusch gewesen? Ich dachte, ich hätte jetzt gerade irgendwas gehört. Aber hier hinten sind wir ja vorhin rumgelaufen. Geh jetzt nochmal hier durch die Gärten. Genau. Ob da irgendwo noch was kommt. Das ist nichts. Nichts, was mich interessieren müsste. Ah, hier war der Bunker drin. Oder ist das ein anderer? Nee, das war, glaube ich, dieses Haus. Ich hab ein Haus. Oder keins. Huch. Ah, doch, hier war ich schon. Ja gut, ich mache dann hier aber erstmal einen Cut. Wir gucken dann beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Vielleicht muss ich doch in die große Stadt da unten. Wo war das? Ja, irgendwo in die Richtung. Hier die Straße weiter runter. Genau da. Gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich danke fürs Einschalten. Bewerten bitte nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, haut da rein bis dahin. Tschüss.